8 Monate Haft. Das ist die Strafe, die der Kung-Fu-Polizist von Wurzen erhalten hat. Und man muss sagen, dieses Urteil ist angemessen. Endlich wurde Polizeigewalt in Sachsen einmal bestraft. Dass die Strafe zur Bewährung ausgesetzt ist, halb so wild. Der Mann war bisher nicht vorbestraft. Das ist nachvollziehbar. Dass er 3.000 Euro zahlen muss an einer gemeinnützigen Einrichtung, das wird er spüren. Doch das Wichtigste des heutigen Tages sind die klaren Aussagen des Richters hier im Amtsgericht Grimma. Er hat klargestellt, dass es ein Problem ist, wenn dieser Polizist nach dem Sehen des Videos kein Fehlverhalten einräumt, dass ein solcher Mann nichts im Polizeidienst verloren hat. Und er hat nach den Aussagen der anderen Polizeikumpanen, die allesamt kein Fehlverschulden sehen wollten, gesagt, dass die Polizeidirektion Leipzig ein Problem hat, wenn niemand dort nach diesen Aufnahmen erkennt, dass Polizeigewalt vorgelegen hat. Und genau das sagen wir seit über einem Jahr, seit den zahllosen Vorfällen in Sachsen, die teilweise niemals aufgeklärt wurden, ob in Bautzen, in Zwönitz, in Liechtenstein im Kreis Zwickau. Überall gab es Polizeigewalt und die meisten Verfahren wurden eingestellt. Da müssen wir Druck machen. Und es zeigt auch, dass Druck wirkt. Das Video des heutigen Vorfalls wurde hunderttausende Male geteilt und deswegen ist es auch zur Anklage gekommen. Die Staatsanwaltschaft konnte nicht mehr anders. Wir fordern eine Aufklärung und wir wollen auch, dass die Opposition im Landtag endlich einen Untersuchungsausschuss zur Polizeigewalt einreicht.